Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Gaming Ken und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Wir machen heute was eigentlich total dumm ist, aber wir werden heute Packs mit Coins ziehen. Wie ihr sehen könnt, ich habe 83.000 Coins und ich werde jetzt einfach mal so, keine Ahnung, 10 Packs vielleicht ziehen mit Coins und dann schauen wir, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Ich würde sagen, let's go. Aber wenn denn in Form. Was bist du, Alter? Was ist das für einer? Dann ziehen wir mal das nächste Pack. Pack Nummer 2. Wieder Wende. Italien, Innenverteidiger, Juventus. Oh. Barzagli. Kann man mal machen. Pack Nummer 3, würde ich sagen. Let's go, ich mache einen Nosepack. Walkout! Walkout! Oh mein Gott! Team of the Week Walkout! Ach du Heilige! Ja, Suso! Ja, come on! Come on! Hauptsache Walkout! Mein allererster Walkout, Digga! Team of the Week Suso! Let's go! Ich mache ein Spezi Energy Pack. Kein Walkout, aber Wende. Italien. ZDM. Rom. Wer ist das? De Rossi. Ja, gut. Beschweren kann man sich jetzt eher weniger, würde ich sagen. Halt dein Maul. Was machen wir für ein Pack? Wir machen ein Huawei P10 Plus Pack. Und warte. Und let's go. Come on. Einmal was richtig Fettes. Nicht mal Wende. Uff, Bruder. Was ist passiert? Ich komm nicht rein, ich komm nicht uff. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem relativ gut gefallen. Wir haben jetzt mal gesehen, was man so ziehen kann, wenn man seine ganzen Coins in Packs investiert, anstatt FIFA Points so. Ja, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Kommt drauf an, für wie viel ich die jetzt loswerden kann. Wenn ich die nicht loswerde, schaue ich mal, ob ich sie in meinem Team einbauen kann. Vielleicht ein spanisches oder italienisches Team noch zusammenbauen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Gaming Kenner. Ciao.